Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen. Ich freue mich, dass ihr am Start seid. Ich hoffe, ihr hattet einen wundervollen Tag, einen geilen Abend. Und ja, es ist tatsächlich soweit. Mich hat selbst sehr überrascht. Sylas the Unshackled, ein neuer Champion ist da. Und den möchte ich euch heute gerne vorstellen. Beziehungsweise, was denn dieser Champion auch so Gutes kann. Und danach können wir natürlich gemeinsam darüber diskutieren, wie man diesen Champion so einbinden könnte, welche Rollen er einnehmen könnte, was für Kombos man machen könnte, denn seine Ultimate, kann ich schon mal verraten, die ist sehr, sehr speziell, aber auch sehr, sehr cool. Außerdem möchte ich sagen, dass gleich noch die Patch Notes kommen, sehr wahrscheinlich. Und ebenfalls werde ich morgen um 17 Uhr einen Community-Stream machen, so eine Art. Also, das heißt, wir werden wahrscheinlich keinen League spielen, sondern vielleicht einfach mal irgendwie, ich weiß es noch nicht, einfach, dass ich mit euch irgendwie zusammen rumsitze, wir über Gott und die Welt reden, vielleicht ein bisschen Casino, auf Casino sehe ich mich, vielleicht ein bisschen rumcasinon, ich weiß noch nicht genau. Auf jeden Fall würde ich mich sehr freuen, wenn ihr morgen Punkt 17 Uhr am Start seid. Auf Twitch. Jawohl, wir fangen an und zwar mit dem Champion. Seine Passive ist sehr langweilig, grundsätzlich kann man erstmal sagen. Und zwar ist es so, nachdem er ein Spell benutzt hat, das hier ist seine Q, kann er AOE-Damage machen. Ja, das heißt, er schlägt und dann beim nächsten Auto-Attack macht er AOE-Damage. Ein bisschen wie Nocturne, kann man sagen. Der dreht sich ja auch, nur dass Nocturne sich dabei noch heilt und dass das nicht von seinen Spells abhängig ist. Hier, Spell, drehen. Spell, drehen. Das ist seine Passive. Das heißt, einfach nur Damage around kann ganz nett sein. Vor allem, wichtiger Punkt hier, können wir schon vermerken, Jungle. Ja. So, weiter geht's mit der Q. Die Q haben wir gerade gesehen. Chain Lash. Er kann das quasi so ein bisschen wie Heimatdinger. Ja, so, er kann ja auch mit seinen Raketen den Winkel bestimmen, sage ich einfach mal. Er schlägt auf das Ziel, so wie er es halt möchte, mit den Ketten. Und diese ploppen Poppy-artig nochmal auf. Das heißt, er macht Damage. Damage und Slow. Und es ploppt nach einer kurzen Zeit auf und es macht verstärkten Damage, verstärkten Slow, ja. Ich muss sagen, wenn wir das hier schon mal analysieren, die Dauer, wie es, bis es braucht zum zweiten Mal procken, zum Implodieren, ist super gering. Guckt euch das an. Damage, bam. Ja, ist, bei Poppy dauert es, glaube ich, ein bisschen länger. Das ist auch schon quasi seine Q, ja. W ist ein Sprung und zwar springt er auf das Ziel, macht Schaden und heilt sich. Das war's schon. Hier kann man sagen, das ist so vergleichbar wie das alte Talon-Q vom Sprung her. Das heißt, es ist kein Skillshot, sondern, oder wie Illaoi-W, ihr drückt auf das Ziel und ihr springt. Point and Click. Wichtig ist hier, der Spell macht, wie gesagt, Damage und Heilung. Und Achtung, wenn der Gegner wenig HP hat, macht ihr mehr Damage. Und wenn ihr wenig HP habt, heilt ihr euch mehr. Es kann auch gleich beides passieren. Hier passiert zum Beispiel, er hat wenig HP. Also so ab 35-40% scheint das schon zu procken. Und wir haben sehr, sehr wenig HP. Ja, der Heal, Leute. Guckt euch den Heal an. Das ist ein bisschen, weiß ich nicht. Guckt euch den Heal an, Leute. Uff! Noch einmal, bitte. Uff! Hier. Wo ist die Grenze? Wo der Heal eintritt? Da, das näher sogar noch mehr. Ja, also, als Heal, Leute, hier, dieser Balken, das ist, das sind gute 30%. Das ist nicht verkehrt, würde ich sagen. Natürlich muss man berücksichtigen, die haben, glaube ich, keine Items, also weiß man nicht, aber man kann es auch in Balken bemessen. Das sind 1, 2, das sind locker 3, 4 Balken, 400 AP oder so. Not bad. Dann kommen wir zur E. Die E ist ein Spell, den man zweimal aktivieren kann. Der erste ist ein Dash, das war's schon. Dieser gibt ein Schild, wie man sehen kann. Ganz kurz ist eigentlich Riven und Amumu. Ja, Riven E, zack, Riven E. Und jetzt kommt Amumu Q. Zack. Also, ja, man kann jetzt, wir reden am Ende darüber. Das ist es erstmal. Ja, noch einmal gezeigt. Riven E, Amumu Q. Amumu Q. Relativ langsam, muss man tatsächlich sagen. Und der Spell macht Damage und Stunt. Ja, Damage und Stunt. Dann kommen wir zur Ultimate und die ist tatsächlich sehr, sehr interessant. Denn die Ultimate heißt Hijack. Und er kann die Ultimate eines anderen Champion klauen. Das heißt, wir haben hier Leona. Und er klaut jetzt ihre Ultimate. Zack. Kette drauf. Hier sehen wir Ultimate Leona. Und diese kann er jetzt verwenden und auf jemand anderen abfeuern. Ist ziemlich crazy auf jeden Fall. Das Ganze funktioniert so, dass solange er seine Ult hat, kann er die Ult von jedem klauen, wo er Bock hat. Also, na, er könnte sie von ihm nehmen, auch von ihm. Auch wenn diese, also die können auch, sie wird nicht direkt geklaut, also die können weiterhin ihre Ultimate natürlich benutzen, ja. Und, also die Möglichkeit ist da. Und man muss natürlich sagen, man kann nicht die Ultimate eines Spielers zweimal klauen. Wir sehen hier diesen Ring, der hier um ist. Also der muss, man könnte nicht instant wieder die Ultimate von ihm klauen. Ja, der ist, ich meine, okay, das hat echt wenig Cooldown. Aber, oder ist das wirklich der Cooldown? Das kann ich mir nicht vorstellen.
Naja, auf jeden Fall hat es einen relativen Cooldown, bis er die Nest Ultimate klauen kann. Hier steht, kann nicht direkt wieder vom selben Gegner geklaut werden. Wir gucken uns hier dieses Gameplay kurz an, gemeinsam. Denn hier in diesem Gameplay haben wir... Ich lasse es erstmal abspielen und dann analysieren wir, was passiert. Ingwer-Tee, sehr, sehr gesund. Was ist also passiert, meine Freunde? Das erste ist, er dasht. Er ist gedasht. Man hat es jetzt nicht ganz gesehen, weil mein Greenscreen da ist. Ein bisschen Ramontik muss auch da sein. Jetzt klaut er den Ultimate von Evelyn. Zack, hat er geklaut. Jetzt macht er seine Q. Hier, wichtig bemerkt, seine Q macht er zwar random und trifft nicht, aber er hat sie gemacht. Jetzt geht er dahin, macht wieder die zweite Instanz von seinem E, von seinem Dash. Das heißt, hier hat man wirklich so 3, 4, 5 Sekunden, bis man es erneut aktivieren kann wahrscheinlich. Dasht auf das Ziel, macht seine W. Ich glaube, das war die W. Oder war es ein Auto-Attack? Und jetzt, Leute, kann er schon wieder Q machen. Er hat hier gerade Q gemacht, 2, 3 Sekunden. Also es hat super wenig Cooldown. Klar, er hat Stufe 18, Late Game, hat vielleicht auch CD-Items, aber der Spell hat nicht viel Cooldown. Und jetzt, na jetzt, Ignite drauf und Ultimate. Ultimate von Evelyn. Ist grundsätzlich erstmal cool. Bevor wir weiterschauen, so sieht der Ingame aus, der Boy. Er hat aber auch noch einen Skin. Und zwar diesen hier. Sieht ein bisschen wie Blood Moon aus, muss ich sagen. Ich finde Blood Moon Skins jetzt ganz ehrlich eure Meinung. Also es könnte sein. Ich finde, das sieht halt schon danach aus. So. Blood Moon Skins sind ziemlich cool. Die mag ich sehr, sehr gerne. Aber ich habe das Gefühl, wir werden gerade mit Blood Moon Skins etwas überhäuft. Vielleicht ist das auch kein Blood Moon Skin. Weiß man nicht. Steht hier nicht dran. Aber habe ich so ein bisschen das Gefühl. Nun gut, gucken wir an, was könnte dieser Champion sein. Gucken wir nochmal kurz auf seine Spells. Grundsätzlich, es ist ein Bruiser Fighter Melee Champion. Das heißt, Top Lane ist auf jeden Fall spielbar, beziehungsweise sagen wir, er ist auf jeden Fall im Jungle spielbar. Denn er ist leider, tut mir leid Amumu, es tut mir wirklich leid, weil Amumu ist eh traurig. Er ist ein besserer Amumu. Ich meine, er kann dashen und grabben. Klar, Amumu hat noch AOE und so ein bisschen mit seiner Ult, ne, und Stun, aber er kann einfach dashen und dann nochmal, ich glaube, der Grab ist ein bisschen langsamer als von Amumu, habe ich das Gefühl, aber er kann sich einfach noch zum Ziel ziehen und Stun das, oder beziehungsweise knockt es, dann steht hier, also Jungle Clear hat er auf jeden Fall, denn er kann mit der Q, er kann mit jedem seiner Spells übel, er kann Damage machen und macht jedes Mal AOE nach seinen Spells, also Jungle, safe, Top Lane wahrscheinlich auch viable. Muss man aber gucken, er ist halt gefühlt so ein bisschen ähnlich wie Vi, habe ich das Gefühl, ganz grob. Und Vi ist Toplane auch nicht viable, ne? Muss man also diskutieren, kann man wahrscheinlich Toplane spielen, aber Jungler, Support, weiß ich nicht, AD Carry, weiß ich auch nicht, Midlane wahrscheinlich auch eher nicht. Champions, beziehungsweise Statsmäßig wird es wahrscheinlich ein AD Caster sein. Das heißt sowas wie Renekton, sowas wie Riven, sowas wie Talon, das heißt du brauchst sehr viel AD und sehr viel Cooldown Reduction. Diese beiden Item-Sektionen, denke ich mal, also jetzt nicht so wirklich auf Attack Speed und auch nicht wirklich auf Crit oder irgendwie sowas. Wahrscheinlich auch noch Off-Tank-Items, aber vor allem AD halt. Klingt grundsätzlich sehr interessant. Fragen sind natürlich, also die Q hat wenig Cooldown, klar, haben wir festgestellt. Man könnte auch, das ist, je weiter man jetzt hier reingeht, die Q könnte dann auch nach hier und nach hier gehen. Also da hat man wirklich viele Variationen. Die W ist natürlich ein Dash, kann man unterbrechen. Man dasht halt auf das Ziel zu, kann sich sehr, sehr gut heilen. Das heißt auch hier Items wie Spirit Visage, Ravenous Hunter oder ähnliche Sachen. Ne, diese Heilungsrune im Grünbaum könnten alle sehr, sehr worth sein. Also er heilt sich extrem stark, habe ich das Gefühl. Ansonsten haben wir noch den Dash mit dem Shield. Also die Frage ist, ob man mit dem Dash über die Wand kommt. Das kann ich jetzt noch nicht sagen, werden wir dann sehen. Ansonsten... Ja, mit den Ketten, die sind, wie ich finde, relativ langsam, finde ich. Kann man also dodgen gehen, aber super weit. Gehen unglaublich weit, guckt euch das an. Also, unglaublich weit. Und dann haben wir natürlich die Ultimate, das wahrscheinlich interessanteste an diesem Champion. Also, man kann grundsätzlich sagen, es kommt mir erstmal wieder etwas überladen vor. Das W macht Damage und heilt und dasht. Die E dasht, shieldet und kann... dich nochmal mobilitätsmäßig an den Gegner ranziehen, macht nochmal Schaden und stunt den Gegner. Und die Ultimate ist natürlich, ne, also so, das war ja auch das Problem bei Camille. Die E gibt dir Range, gibt dir einen Dash, gibt dir einen zweiten Dash, gibt dir einen Stun und Attack Speed. Die Q gibt dir einen Auto-Attack Reset und gibt dir True Damage. Und die W gibt dir Heilung, AOE Damage und Slow, ne. Also mittlerweile wurde das alles ja ein bisschen genervt, aber so war es am Anfang. Die Ultimate, Also, man kann Ultimates klauen. Jetzt natürlich die Frage,
Kann ich die Ultimate auch klauen, wenn ich Level 6 bin und mein Gegner noch 5? Wahrscheinlich ja, gehe ich mal von aus. Kann ich noch nicht beantworten. Die Frage ist, welche Ultimates... Es gibt bestimmt Ultimates, die sind komplett nicht nutzbar. Also jetzt ist halt... Gibt es wirklich solche Ultimates? Zum Beispiel... Katharina Ultimate müsstest du trotzdem nutzen können. Müsste alles klappen. Und ich denke mal, der Damage dieser Ultimates wird von deinem eigenen Level abhängig sein. Das heißt, wenn ich Level 11 bin und der Asier Level 9, dann kriege ich trotzdem eine Level 2 Ultimate von ihm. Und die macht so viel Schaden, wie mein Spell Level 2 ist halt. Welche Ultimates, ja, da kann man halt wirklich überlegen. Und da seid ihr gefragt. Haut mal rein, welche Ultimates richtig heftig sein könnten, die er sich klaut. Und welche halt komplett useless. Zum Beispiel Anivia Ult. Wenn er gegen Anivia spielt und die Anivia Ult hat, also, kann er die öfters benutzen? Kann er sie nur einmal benutzen? Ist sie dann auf Cooldown? Wahrscheinlich ist sie dann auf Cooldown. Und vielleicht könnte man deswegen auch so Champions gegen Sylas dann picken. Ich meine, okay, er ist ein Jungler wahrscheinlich, ne? Er wird, wenn er auf der Lane ist, okay, kann man überlegen. Aber sonst, ne, zum Beispiel Riven Ultimate. Kriegt er dann, wahrscheinlich kriegt er einfach mehr AD. Und kann trotzdem diese Shockwave abziehen. Also, auch wenn er kein ganzes Schwert bekommt, ne? Wird Nunu Ultimate, ja doch, Nunu Ultimate geht eigentlich. Boah, da müsste man jetzt wirklich gucken. Akali Ultimate, also mir fällt gerade kein Champ ein, der zu speziell ist, dass er die Ultimate nicht klauen könnte. Soraka Ultimate wäre auch ziemlich insane. Mantra, Karma, was klaut er denn da? Wird dann der Spell stärker? Ist das Int? Weiß man nicht. Wie gesagt, droppt gerne eure Meinung, das würde mich übel krass interessieren. Und was ihr so an Kombinationen bei diesem Champion seht, ja? Würde ich mich übel drauf freuen. Und ansonsten morgen 11 Uhr. Nicht 11 Uhr, 17 Uhr. Und würde sagen, ich wünsche euch einen wunderschönen ramontischen Tag. Auf Wiedersehen und tschüss.